Ja, ich bin als Kind, da war ich 7 Jahre mit meiner Mutter. Es gab Fliegeralarm, dann wollten wir noch in den Bunker. Und es war aber zu spät, dann haben wir uns da irgendwo an, das war auf einem Bahnhof, dann haben wir uns da an die Wand geworfen und dann kamen Tiefflieger und die haben den Bahnhof beschossen und wir sind dann getroffen worden. Und das sehe ich auch noch wie heute, obwohl es ja auch ewig lange her ist. Und wir haben aber beide Glück gehabt, wir haben das praktisch überlebt. Und es war dann in der Tat so, dass wenn wir später dann mal spazieren gingen und oben war ein Vogel in der Luft, dann habe ich mich auf die Erde geworfen, weil ich dachte, jetzt kommt wieder da so ein Tiefflieger, ein böser Flieger. Bleibt ein Freund von uns allen. Taxifahren?